Wir sind heute auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr unterwegs, allerdings mit den Dresden-Chemnitz-Dostos und dem Dresden-Chemnitz-Steuerwagen, denn ich habe die Ehre, euch einen Dresden-Chemnitz-Steuerwagen-Mod vorzustellen, einen Soundmod von meinem guten Freund Justus. Dürfte mittlerweile entweder schon draußen sein oder wird demnächst released. Falls er schon released ist, der Mod, dann ist der Link in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Führerstand rein und hören uns mal alles an, was wir uns anhören können. Ich kann eins vorab sagen, es klingt toll. In den Führerstand reingesetzt, Fahrtrichtungswende rein und nach vorne. Genau, jetzt kommt erstmal dieser Prüfungslauf. So, ja, Türen links auf. Dann einmal hier auf den Bremsschlüssel achten und gut hinhören. Herrlich. Wir lösen die Zugbremse, ziehen aber mal die Lokbremse an. Dann würde ich sagen, stehen wir hier einmal auf und schalten uns noch die LZB an. Und einmal hier Sonnenblende runter. SIFA-Sicherung an, PZB an. Spitzensignale sind drin. Dann einmal hier den Hebel auf an. Dann die Zuglichter noch anschalten. Spitzensignale sind an. Die Pultbeleuchtung machen wir uns auch noch an. Dann würde ich sagen, können wir uns einmal hier den Sound anhören, wie die Türen hier schließen von außen. Allerdings machen wir das eher mit der Kamera. So, einmal rangeflogen und Türen schließen. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. So, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Dann einmal Lokbremse gelöst. Und auf geht's. Wir haben hinten dran übrigens eine 146 in dieser wunderschönen Telefonseelsorge-Lackierung. Und können uns auch befreien. Wir hören es, die PZB-Sounds sind auch neu. Ne? PZB frei, PZB wachsam und Befehl. Das sind alles die neue Geräusche. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön. 120 fahren wir. Das Horn können wir uns auch direkt mal anhören. Hier, so klingt das Horn von innen. Und von außen. Sehr schön. So, jetzt in diesen höheren Geschwindigkeitsbereichen hören wir auch sehr schön das Schienenkreischen. Wir können auch hier die Fenster aufmachen. Dann hören wir das Ganze noch ein bisschen besser. So. Leistung abschalten. Ja, das passt soweit. Und wir dürfen 160 fahren. Wir halten in Wattenscheid als nächstes. Bis dahin einmal wirklich Hebel on the table und schön auf die Geräusche achten. Auch wenn wir jetzt hier über Weichen fahren, das klingt doch sehr, sehr toll. Einmal hinhören, jetzt gleich kommt eine Weiche, müsste eigentlich, hier durch den Gleisanschluss. Und da hört man das nochmal sehr schön. Na, okay, doch keine Weiche, aber wir hören trotzdem das Schienenkreischen in diesen höheren Geschwindigkeitsbereichen. Also wer schon mal in den Dostos unterwegs war, der kennt diese Geräusche.
Und das ist toll, weil das heißt einfach, dass die Strecke wirklich akkurat ist. So, 160 sind erreicht, Wattenscheid in rund 2 Kilometern. Sieht die Strecke irgendwie besser aus, als ich sie in Erinnerung habe? Irgendwie, die Vegetation sieht besser aus. Aber wobei, es gab, glaube ich, mal eine Mod, die Vegetationsobjekte ausgetauscht hat. Durch die, oh, wir müssen bremsen. Durch die Niddertalbahn Vegetation, so oder so ähnlich, glaube ich. Oh, das wird knapp. Ja, das war, sagen wir mal, ein etwas härteres Abbremsverhalten, aber wir stehen am Bahnsteig. Türen links auf. Bremsen lösen. Lokbremse legen wir allerdings an. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal ganz kurz in die Wagen rein. Oh, die Tür ist ja offen. Was wir nämlich auch haben, sind hier die Durchgänge zwischen zwei Wagen. Da ist es dann auch so, dass wir auch hier neue Geräusche haben. Sehr gut. Ja, so muss das klingen. Ja, auch hier. Achso, nee, Moment. Die Geräusche sind nicht neu, weil dieser Wagen hier ist, glaube ich, nicht geupdatet, ne, sondern es ist halt wirklich nur der Steuerwagen. Das heißt also, es geht nicht um diese Tür, sondern um genau diese Tür hier. Ja, genau. Das ist die, die geupdatet ist. Weil es der Steuerwagen ist, der das Update bekommen hat. So, Türen zu. Ups, jetzt habe ich aus Versehen rechts die Türen geöffnet. Das wollte ich nicht. So, Türen gehen wieder zu. Bremsen lösen sich. Bremszylinder ist auf 0 bar. Dann können wir Leistung aufschalten. Naja, nicht nach hinten rollen. Nicht so gut. Das Repaint gibt es hier übrigens auch im Creators Club. Auch ein wirklich sehr schön gemachtes, ist höchst detailliert. Ist, glaube ich, fiktiv. Aber der Autor sagte, dass es ihm halt wichtig ist, darauf aufmerksam zu machen, auf Telefonseelsorge und dementsprechend, ja. Also ein schönes Repaint, schöne Idee dahinter. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ah, auch neue Geräusche, ne? Wenn man es wieder zumacht. Sehr gut. Irgendwie schalten wir recht wenig Leistung auf. Ich weiß gar nicht warum.
weiß nicht, warum wir so wenig. Ah, jetzt kommt er. Wir machen übrigens hier. Also auch der niedrige Ton ist verändert tatsächlich. So, 6,4 Kilometer, dann sind wir in Essen. So, Scheibenwischer hören wir uns auch an. Es regnet zwar nicht, aber auch der Scheibenwischer-Sound ist neu. Herrlich. So, machen wir ihn wieder aus. Haben wir jetzt gehört. Klingt toll. Also großes, großes Dankeschön für die Soundmod. So, Ankündigung auf 140. Machen wir das mal mit der E-Bremse. Ja, hier sehen wir auch die Regio AG Südost in Magdeburg. Ja, also wie gesagt, das sind die Dostos aus Dresden-Chemnitz. Und die gelten, die Soundmod gibt's, funktioniert halt wirklich nur für diese Dostos. So, gleich kommt die Ankündigung auf 100 km/h. Können wir schon mal rollen lassen. Es geht jetzt hier einmal rechts entlang. Es gab doch mal eine Mod, die hier irgendwie ICEs abgestellt hat. Gab es die auch für TSV 3? Weiß ich nicht mehr. Das war auf jeden Fall in TSV 2, dass da hier ein paar Fahrzeuge abgestellt waren. Aber ich weiß nicht, ob es die auch für TSV 3 gab. So. Und wir sind jetzt gleich in Essen Hauptbahnhof. Ich weiß nicht, ob wir schon wieder über so eine komische Weichenverbindung geleitet werden, daher werde ich jetzt schon mal langsamer, weil da gibt es so komische Wege, die der TSV manchmal nimmt. Nee, ich glaube nicht. Das ist nämlich, wenn man auf Gleis 2 hält, dann wird man da so komisch über irgendwelche Weichen geleitet. Nee, das passt soweit. Wir hören uns den Sound gerne auch außen an. Ups, das war etwas abrupt abgebremst. Bin ich aus Versehen in volle Bremsleistung gegangen. Bremse lösen. Irgendwo fährt irgendwas aus. Da hinten. In Dosto. Wir sind der RE6 nach Köln-Bonn Flughafen. Über Mülheim, Duisburg, Düsseldorf. Düsseldorf Flughafen. Ja, wobei Düsseldorf Flughafen kommt zuerst. Dann kommt Düsseldorf Hauptbahnhof. Und da fährt noch eine S-Bahn ein. Das liebe ich ja total an der Strecke. Hier ist einfach immer was los, ne?
So, Abfahrt ist um 11.33 Uhr, das heißt also, wir sind leicht zu spät. Tür zu. Lokbremse lösen. Und Leistung aufschalten. So, dann einmal hoch auf 100 km/h, gleich auch direkt auf 160. Erst kommt 140, dann kommt die 160. So, einmal ein bisschen die Leistung zurücknehmen. Ja, wobei, ja, 130, nicht 140. Sobald unser Zug daran vorbei ist, da kommt noch eine S-Bahn. Das könnte die S9 sein. Ja, wobei, ne, die S9 sind. Weiß ich gar nicht mehr, als DB Regio noch die S9 gefahren ist mit den 422ern. Ob das ein Zug war oder zwei? Ne, das war einer. Genau, die S1 waren immer zwei Triebzüge. Oder sind immer noch zwei Triebzüge. So, da kommt uns ein Kollege vorbei, entgegen. Vorbei an Essen West. Das klingt einfach so gut, ne? Das ist unglaublich. Natürlich nur für den PC, ne? KonsolenspielerInnen gehen da leer aus. Aber das ist halt so bei Soundmods, bei jeglichen Mods. So, nächster Halt ist der Mühle am Hauptbahnhof in 5 Kilometern. Zu schnell. Gleich kommt die PZB und meckert. So. Gucken, dass uns nicht der Geschwindigkeitsprüfabschnitt vom Mühlheim Hauptbahnhof abschießt, denn der schießt mich immer regelmäßig ab. So, Ankündigung auf 130. Machen wir jetzt auch keine Faxen, gehen direkt runter auf 130. So, das müsste soweit eigentlich passen. Jawohl. So, nehmen wir mal die E-Bremse rein und in 2 Kilometern sind wir dann da. Schön. Ich war nur 3 km/h zu schnell.
Ja, toll. Einmal mit Profis, ne? Oh. Ist das ein grausamer Sound, ey. Eieiei. Kriegt man ja Albträume von. Jawohl, und Leistung aufschalten, bevor wir zurückrollen. Okay, dann sind wir jetzt gleich im Mülheim Hauptbahnhof. Das Auto geht da schwimmen. Und wir bremsen. Und schön an der Haartafel halten. Mülheim Hauptbahnhof. So sieht's hier aus. Ich glaube, in Realität steht hier noch so ein, ich weiß nicht, wie man diese Dinger nennt, die mit denen praktisch das Wasser aufgefüllt wurde bei Dampfloks. Noch so eine ehemalige Anlage, die natürlich nicht mehr in Betrieb ist. Kannst du auch kurz das Repaint angucken, Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Sehr gut. Verigo AG Nordost. Bremsgewichte alle dran. Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Also toller Zug auf jeden Fall, dass wir mit einer Lok fahren aus dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg mit Zwischenwagen, die ja, die Berigo AG aus Magdeburg sind und ebenfalls einem Steuerwagen, der aus Magdeburg ist. Also, ja, läuft. Bremsen lösen sich. Schalten schon mal Leistung auf. Wir hören zu. Und hoch auf 100 km/h und dann ab hier 130 können wir also direkt hoch auf 130. Ja, tolle Soundmod, ne? Lässt sich da einfach nicht anders sagen. Klingt super. Da kommt uns ein Regionalexpress entgegen. Nach Hamm, das ist dann der RE. Lasst mich nicht lügen, ich bin mir da nicht ganz sicher, welcher Regionalexpress das ist. Da kommt die S1. Ab hier dürfen wir 150 fahren.
Und nächster Halt ist dann Duisburg. Hauptbahnhof. Signal ist grün, auch hier links von uns. Da frage ich mich, ob wir eine Art Parallelfahrt vielleicht noch erwarten könnten, aber ich glaube nicht. Hier müsste eigentlich noch ordentlich was an Rollmaterial abgestellt werden. Das wäre sehr schön. Es wäre schön, wenn Hauptstrecke Rhein-Ruhr mal ein Fahrplan-Update bekommen würde. Ne, mit ICEs, mit dem ICE 1, dem ICE 3, den Intercities, vielleicht noch irgendwie so eine Museumsfahrt mit der 103. Ja, das wäre schon ordentlich. Also da mal Fernverkehr reinzubringen, gescheit. Haben wir ja nur mit der Baureihe 101. Aber da gibt es halt eben mittlerweile so viel mehr Züge, die hier reinpassen würden, die wir auch im TSW haben. Das wäre schon schön, da irgendwann mal noch ein Update zu bekommen, was das angeht, seitens DTG. Also jetzt nicht als Mod, sondern wirklich offiziell so ein Fahrplan-Update. Das wäre schon eine nice Sache. So, Ankündigung auf 140. Schauen, dass wir die Geschwindigkeitsbegrenzung einhalten dieses Mal und nicht noch eine Zwangsbremsung kassieren. So, ab hier gelten die 140. Und Ankündigung auf 100. Und dann sind wir jetzt gleich auch schon in Duisburg. Da vorne sehen wir den Fernsehturm von Duisburg. Oh, apropos Fernverkehr. Hallihallo. Und wir haben Halt zu erwarten. So, das haltzeigende Signal ist allerdings am Ende des Bahnsteigs in Duisburg. Das heißt also, wir brauchen da jetzt noch nichts zu befürchten. Ne, das ist halt das Gute, wenn man ein bisschen Streckenkunde hat, dann weiß man ja, wo die Signale halbwegs stehen. Nu, na? Das ist gerade ein ordentlicher Nachladeruckler und ich glaube, der TSW schmiert mir gerade ab. Hallo? Spiel? Hallo? Okay. Ich drücke mal auf Escape. Ja, passiert nichts. Das hatte ich jetzt auch noch nie, so ein extrem langer Nachladebildschirm, ohne dass das Spiel abbricht. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ja? Okay, ja, das führt nichts. Ja, nee, ja. Ja, versuch's gar nicht erst TSW. Ja, komm, ist okay. Ich beende das Ganze mal hier an dieser Stelle. Ja, und bedanke mich fürs Zusehen. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich krieg... Es klappt gerade einfach gar nichts mehr. Ich komme nicht mal mehr gerade aus dem TSW raus.
Ich komme nicht mehr in den Taskmanager rein. Tja. Na gut. Ich krieg das schon irgendwie hin. Ne? Und ihr macht es gut da draußen. Ciao, ciao. Thank you.